So, und damit willkommen zurück zu Mikrofon richtig reinschieben. Nightmare from the Deep. Okay, hier steht Grauen aus der Tiefe 2, aber egal. Der Gesang der Sirene, die Sammleredition. Wir haben die Hauptstory hinter uns gebracht und jetzt, liebe Leute, das Buch von Davy Jones, das Bonusabenteuer. Und wir gucken mal, was uns da erwartet. Und natürlich Experte. Fortune finally smiles on Kingsmith. The citizens have regained their humanity, and they've made my friend the new mayor. After the siren Calliope left, the mayor decided to make up for lost time and bring Kingsmith into the 21st century. I knew Kingsmith was in capable hands, and it was high time for me to return to my museum. Gut, und da sind wir auch schon. Ja, Museum. Kann ich irgendwas machen? Oh, ein Schloss. Den unteren Teil des Leuchtturms finde ich immer noch gruselig. Es gibt keinen Grund, dorthin zurückzukehren. Thanks to your help, our troubles are over. Together we broke the fish curse and restored the citizens of Kingsmith to human form. Calliope returned to the sea. Murray was defeated, and I was elected the new mayor. Now I have to make up for lost time and bring modernity to our little town. It won't be easy, but I'll try my best. There's just one thing that bothers me. The Praetorians. They went into hiding. I fear they may plan to overthrow me. But don't you worry. I'll take care of them on my own. The ship you rescued is waiting for you on the other side of the gates. Good luck on your voyage home. Gut, ich darf nach Hause. Hello. I'm the captain of the ship that's docked below, the Albatross. I can't rationally explain all the events of the last several hours. But one thing is certain. Our engine was damaged and needs a few repairs before we set sail again. I'm happy to bring you on board, but there's still some time until the repairs are finished. While the technicians work on the ship, you can safely finish your business here. Kingsmouth is such a fascinating place. It's like we step back in time. Don't be scared. I won't harm you. I need to speak with you on behalf of my Praetorian brethren. When the townspeople returned to their human form, we remained fish-like creatures, as if we're still cursed. It's no wonder, considering our crimes. There were many. But we regret our mistakes, and we want to change. Maybe doing some greater good would let us repent for the past. I'll tell you a secret. The late Mayor Murray hid a book deep below the lighthouse. The book detailed everything anyone knew about Davy Jones. The entrance to the caves is in our former quarters behind the seahorse. Turn its tail and use this seal. I hope that retrieving this book will help you and us both. We'd really like that second chance. Okay, also jetzt wird's langsam immer interessanter. Es geht hier also wirklich um Davy Jones. Und wir müssen jetzt hier mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Die Albatross wird nach dem Angriff des Kraken repariert. Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Weiter ist hier nichts, ne? Da ist ein Mond. Nö. Die Schätze, die der verstorbene Bürgermeister Murray angesammelt hatte, werden jetzt unter der neuen Führung zur Modernisierung von Kingsmith verwendet. Die mit Wasser gefüllte Kutsche ist eines der letzten Erinnerungsstücke an die Gräueltaten von Murray. Dann reden wir nochmal mit ihm hier. So the Praetorians finally decided to show their faces around town. Well, maybe they really do want to change their ways. I know it's possible. I was one of them. And look at me now. There's a long road ahead of them. They'll have to earn our trust. It's generous of you to help them. But you better be cautious.
Mayor Murray can even be dangerous from the grave. He may have planted hazardous traps for unwelcomed guests in the caves below the lighthouse. I'll keep an eye on the Praetorians until you return with that alleged book on Davy Jones. Gebt mir ruhig alles in die Hand. Brauche ich nichts mehr rätseln. Dann drehen wir mal den Schlüssel um und gehen rein. Ab ins Quartier. Es gibt einen neuen Bürgermeister in der Stadt. Man sollte jetzt mal die Banner der alten Regierung beseitigen. Ach man, der Piranha ist auch weg. Och, alles was schön war hier. Kiste ist auch leer. Es sieht aus, als ob da noch jemand drin liegt, oder? Da liegt noch ein Schuh. Da auch. Halt. Achso, das ist die Banner. So. Und da muss jetzt das Siegel hin. Hä? Man sagte mir, ich soll es herumdrehen. Aha. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt guckt euch mal das Tiefe da nach hinten an. Das muss doch aufgefallen sein, oder? Diese Spinnweben greife ich nicht mal mit einem 30 Meter langen Stange an. Warte, ja, würde ich. Aber doch die 30 Meter lange Stange. Kann ich die da oben nicht wegmachen? Nein, die auch nicht. Die da noch, ne? So. Das Buch. Als ich noch Kapitän war, fand ich ein altes Buch, das in einer längst vergessenen Sprache verfasst war. Es sollte angeblich alle Informationen enthalten, die der Menschheit über den mythischen Seeteufel Davy Jones bekannt waren. Die Daten wurden über Jahrhunderte hinweg von Abenteurern, Seemännern und Händlern auf den Meeren gesammelt. Sie alle waren mit dieser Gestalt in Kontakt gekommen. Nachdem ich mit Davy Jones selbst eine Vereinbarung traf, war es wichtig, mehr über meine außergewöhnlichen Partner zu erfahren. Das Buch von Davy Jones muss hunderte, vielleicht sogar tausende Jahre alt sein. Ja, weiß ich. Jetzt habe ich es hier. Ja, gut. Jetzt haben wir hier eine Kerze. Eine Kerze ohne Flamme ist wie eine Taschenlampe ohne Batterie. Ein Feuerwerk ohne Zündmasse. Einige Zahnräder fehlen. Okay. Eine Bergbauausrüstung. Danach kann ich suchen, wenn ich sie brauche. Auch schon sehr eindeutig, oder? Ah ne, da geht er wieder zu dem Bild zurück. Du wirst es noch brauchen, aber jetzt brauchst du es nicht. Oh, eine Karte. Also, diese Sachen hier erwarten uns. Hier können wir übrigens dann so schön hin und her springen. Was? Okay. Feuersteine. Also ich habe hier was und ich habe da was. Da. Ich brauche das. Dann brauche ich das da. Dann muss alles da rein. Okay, gut. Gehen wir mal weiter in die Höhle. Oder kann man hier oben noch irgendwas machen? Nee, ne? Hier oben kann man auch nichts machen. Nein, dann gehen wir mal weiter runter. Ja, von wo kam ich da? Korridor, was haben wir da? Okay, jetzt geht man hier von dem logischen Spielerverstand aus. Der Spieler, der wäre jetzt rechts lang gegangen. Ja, dann, ne? Zufällig liegt da, wo das runterfällt, eine Stange Dynamit drin, die ich dann befüllen kann. Ganz zufällig. Aber ich brauche 3 Stück. So große Felsen kann ich nicht verschieben, aber ich kann sie geschickt in Einsatz von Sprengstoff zerkleinern. Deswegen liegt auch Sprengstoff dabei, liebe Leute. Hier ist das zweite. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich die Kiste vermutlich aufstemmen. Diesmal nicht. Die Spitze des Bootshaken passt nicht zwischen die Planken. Ah ja.
Ist klar. Ach, wie konnte ich denn daran zweifeln, dass da irgendwo Dynamit feststeckt? Und dann mal Schüssel mit Klebstoff. Ich dachte, das soll Dynamit werden und nicht Flüssigsprengstoff. Naja. Dann machen wir mal hier oben, so in der Ecke, ne, unser Flüssigsprengstoff. So. Als nächstes. 2, 3. Okay, mir fehlt da was. Ich kann die lange Lunte... Feuersteine? Nein. Ich muss diese Lunte irgendwie in Stücke schneiden können. Dafür fehlt mir eine Schere oder sowas. Weil mir eine Schere fehlt. Ne? Weil mir eine Schere fehlt. Und wie viel wollen wir wetten? Eine Schlange im Beutel. Das ist der Beutel, aber das ist nicht die Schlange. Hä? Wo ist denn jetzt hier noch ein Beutel? Fossil. Hat man vorher nicht erkannt. Die Schlange mit bloßen Händen aufzunehmen ist gefährlich. Schlange im Sack und nicht im Beutel. So. Eine Schaufel. Eine Flasche. Ups, nee, das war die falsche Flasche. Was suche ich für eine Flasche? Ein Griff. Wer das? Ein Griff. Wer, den Griff. Gut. Also, dann haben wir also die Flasche, die suche ich noch. Das ist auch keine Trinkflasche. Das ist ein Kessel, das ist ein Wasserkocher. Ein Schuh. Haben wir. Das Rad. Ein Seil. Eine Axt. Das hätte eine Axt sein können. Okay, ein Anker, eine Flasche. Ein Rad und eine Axt. Hier ist eine Säge, da ist ein Anker. Könnte man jetzt auch als Köder grob gesehen bezeichnen. Hier, die muss ich übrigens später noch einsammeln. Würde ich jetzt schon hundertprozentig drauf wetten. Ein Flachmann. Ja, ich weiß, es ist auch eine Flasche, aber egal. Und eine Axt. Das ist der Kopf der... Das ist der Kopf der Axt. Was soll denn das? Das sind Falschaussagen. Irreführend. Ein Rad. Da. Schere? Schere. Von all den wichtigen Sachen für Bergbauutensilien brauche ich eine Schere. Schnipp, schnipp. 1, 2, ich... Also ich hätte 3-mal gezählt, aber okay. Ohne Klebstoff werde ich die Lunte dann einmal da rein. 1, 2, 3. Yippie, ich habe Dynamit. Noch irgendwas? Wow. Mehr gibt es nicht. So, dann Dynamit platzieren und was denn? Jetzt muss ich die Lunten anzünden und darauf vertrauen, dass die Hülle nicht über mir zusammenbricht. Ja. Feuerstein. Mit dem Bootshaken kann ich auch nichts machen. Was zum... Diese Kohlestück ist zu groß. Ich wüsste nicht, wo ich es einsetzen könnte. Ich sollte es als eine Spitzhacke bearbeiten. Ja, danke für den Kommentar, den ihr da gelassen habt.
Man möge mich jetzt bitte schön mal aufklären, was ich hier falsch mache. Ich habe Feuersteine und diese Feuersteine müssten doch das Licht dann eigentlich... Oder müssten theoretisch zum Feuermachen reichen. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ah, Sekunde. Ich nehme natürlich die brennende Kerze mit. Die Kerze kriege ich an, aber so eine Lunte, die viel einfacher zu entzünden ist als so eine kleine Kerze. Ich meine, probiert man wirklich mit so einem kleinen Funken so eine Kerze anzumachen, ja? Und dann mal so eine Lunte. Und wie viel wollen wir wetten, was es angeht, hä? Drei Stangen Dynamit und so eine kleine Explosion. Ernsthaft? Okay, nicht aufregen. Aber diese Steine, die kann sie jetzt wegheben, ne? Yo, Davy, was geht? Ich benötige den fehlenden Hebel, um an dieser Winde etwas hochzuziehen. Gut, dann machen wir wieder ein Wimmelbild. Das Wimmelbild. Nummer 1. Finde Objektteile. Nummer 2. Dann haben wir Nummer 3. Hätte ich jetzt zu einer gesagt, das wäre das, aber nee. Das ist bestimmt auch wieder irgendwo ganz fies versteckt. Ach, daneben. Ne, das ist die Schildkröte, sag ich doch. Ich muss das jetzt einfach austesten. Meine Güte, es lag hier alles so in der Nähe. Nehmen wir das Ding da. Wir haben den Hebel gefunden. Einen Goldhebel. Mhm, der Davy, der war was ganz Besonderes. Über Logik in diesen Spielen brauchen wir uns, glaube ich, nicht mehr unterhalten. Oh, Brecheisen war dazwischen. Repariere die Säule. Ich glaube, hier fehlen diese Stücke. Könnte ich mir jetzt so vorstellen, aber... Gut, jetzt wisst ihr aber auch nicht... Ich frage mich, welches Geheimnis sich in diesem Schiffswrack verbirgt. Hinter dieser großen Tür sollte ich eine noch prächtigere Kammer finden. Ich erkenne diese Statue, eine Darstellung von Davy Jones, eines Künstlers. Ich muss diese Sandbank erreichen. Schön, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ah, Brecheisen. Die Höhlen. Ich brauchte einen sicheren Ort, um das Buch von Davy Jones übersetzen zu können. Da ich der Bürgermeister bin, befahl ich den Ausbau der Höhle unter dem Leuchtturm. Ich begann, Artefakte und alle möglichen Informationen zu sammeln, die mit ihm in Zusammenhang standen, und ergänzte so das Buch. Das Buch selbst war mir allerdings ein Rätsel. Seine Sprache war so alt und kryptisch, dass seine Übersetzung beinahe unmöglich war. Beinahe, das heißt also, er hat es übersetzt. Da ist noch ein Zahnrad. Mehr nicht. Ein Zahnrad? Ach nein. Hätte das Brecheisen noch? Nein. So, wir haben ein Zahnrad und Buntglas. So, das da kriege ich damit nicht auf. Das kann ich die Kohle schmelzen. Hier, komm, Kerze. Stellen wir doch auf den Tisch. Mann. Gut. Also hier haben wir das erste Buntglas, ne? Öffnen wir wahrscheinlich so die erste... Ist klar. Kaputter Schiffsrumpf. Guck mal, da hängt eine Kanone und da ist eine Kugel. Wetten, die Kugel muss ich in die Kanone packen. Die Pflanzen sehen leicht gefährlich aus. Gehen wir mal mit dem Bootshaken ran. Hier gehört etwas anderes hin. Einen Kopf am Griff zu haben, wäre ganz gut. Ein Kopf am Griff?
Mit etwas Spitzen und einem Haken könnte ich die Kanone freilegen. Der wäre hundertprozentig auf mich gefallen. Nun gut, direkt vor mir scheint ein Ziel zu sein. Ich gucke immer in die Richtung, in die ich schießen möchte. Jetzt die Lunte anzünden. Aua. Und wie es weitergeht, hinter den Fässern. Und ob wir das Geheimnis um Davy Jones Buch lösen können. Und wie viel Unlogik wir noch im Spiel finden, das seht ihr im nächsten Part von Nightmare from the Deep. Der Gesang der Sirenen. Das Bonusartikel. Bonuskapitel. Artikel. Ich habe zu viel gearbeitet. Ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.